Eine klassische Untersuchungsmethode von Oberflächen ist die Lichtmikroskopie. Wir erreichen damit Auflösungen bis in den Submikrometerbereich, etwa wie hier diese lichtmikroskopische Aufnahme eines Polypropylens oder hier eine Aufnahme eines Polyurethanschaums. Moderne Lichtmikroskope haben nicht nur Möglichkeiten, kleine Objekte sichtbar zu machen, sie können diese Objekte auch mit sogenannten optischen Pinzetten verschieben. Man nutzt dabei den Effekt der Lichtbrechung aus, der gleichzeitig mit einem Impulsübertrag gekoppelt ist. Wenn ein intensiver Lichtstrahl gebrochen wird in einem kleinen Objekt, dann geschieht dies nach dem Snellschen Brechungsgesetz. Der Lichtstrahl wird in diesem Falle nach links abgelenkt. Das bedeutet, das Licht erhält einen Impuls nach links. Darum muss das Objekt selber einen Impuls nach rechts bekommen. Wenn man diesen Effekt sinnvoll ausnutzt, kann man mit intensivem Licht, also mit Laserlicht, kleine Objekte. Wichtig ist, dass das Licht, welches in der Pinzette verwendet wird, nicht vom Objekt absorbiert wird. Hier sehen wir ein modernes Lichtmikroskop. Wir haben die Lichtquelle, die dazu genutzt wird, das Objekt sichtbar zu machen. Wir haben ein Okular und alternativ dazu eine Kamera zur Bildbearbeitung. Und wir haben mehrere Laser, die dazu verwendet werden, die Objekte mittels der optischen Pinzetten zu bewegen. Die Lichtmikroskopie arbeitet in verschiedenen Medien, in Luft, in Wasser. Wir können allerdings damit keine kleineren Strukturen als 200 Nanometer auflösen.